Show. Es ist Dinner-Time bei What's for Beats mit Stereolove. Und heute wollen wir gucken, ob dieser Kalbsfilet, Hokkaido-Kürbis, Tomaten, Feta, Mangold, Super-Duper-Burger auch schmeckt. Brauchst du noch irgendwas oder ist alles am Start? Der Titel muss anders sein. Mal so ein Pfannbänder noch, wenn er anders. Eine Palette auf Deutsch, ne? Palette? Ja, eine Palette. Wieso heißt das Palette? Das heißt Palette? Ja, heißt Palette. Und da habe ich eine ganz spezielle, und zwar, pass auf, Überraschung, die ganz spezielle What's for Beats Palette. Guck mal hier. Oh, das ist geil. Das ist geil. Soll ich mal einen bauen? Ja. Du musst jetzt gleich sechs ein bauen. Spiel. Nee, ich baue einen und den Rest macht ihr selber. Er muss zuerst. Er ist tatsächlich deine Idee. Gib mir mal ein Fleisch rüber. Ja. Bau den Burger anders, wie du denkst. Und unten ein Stück Fleisch, dann Burger in die Mitte und dann oben wieder Burger statt so. Gibt es eine gewisse Reihenfolge, wie man das essen muss? Oder ist das? Nö, das soll ich zuerst und dann der Rest. Das ist dein Wort, was wir oben aufbauen. Was ist mit dem Mangold hier? Ja. Aber sag mal, euch gibt es doch noch nicht so lange. Die alten Kamellen, lassen wir mal alte Kamellen sein. Mhm. Seit wann gibt es euch? Jetzt haben wir Geburtstag, wenn wir auf Tour gehen. Ja. Am 9. November geht die Tour los und das ist genau vor einem Jahr war unsere erste Tour. So. Und je nachdem, ich finde ja, die Band ist dann eine Band, in dem sie zum ersten Mal live auf der Bühne steht. Und das, also für mich ist quasi jetzt erster Geburtstag. Also das erste Tour, dann geht's los. Ja. Aber ist ja, die meisten von euch kannten ja schon, da gab es einen neuen Sänger. Wie findet man einen Sänger? Man macht ja keine Annonce, wenn er Musikzeichen. Also Sänger gibt es ja wie Sand am Meer, aber es gibt halt fast keine guten. Ne? Es gibt auch ganz wenig Sänger, die kochen können. Ja, das ist dann noch nicht besonders viel. Er muss auch noch kochen können. Er muss auch noch kochen können. Ja. Oh, guck mal hier. Das ist so ein netter Sänger, der dir deinen Burger baut. Das ist eigentlich so, dass wir Tom schon lange kennen, noch von Vivid-Zeiten. Wir waren damals beide bei der gleichen Plattenfirma. Mhm. Und hat sich immer mal wieder getroffen und gemacht und getan. Und als wir dann damals entschieden haben, weiterzumachen, zu führen, dann haben wir gesagt, okay, Sänger und lange überlegt und dann haben wir alle angerufen, keiner hatte Zeit und dann haben wir nein, Quatsch beiseite, nee, und dann sind wir auf Tom gekommen. War tatsächlich die erste Wahl. Also. War tatsächlich die erste Wahl, man soll es nicht glauben, aber es ist so. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir uns verabredet und geguckt, ob es funktioniert. Wussten wir ja beide nicht, ne? Ob es überhaupt fruchtbar ist und ob wir überhaupt miteinander klarkommen musikalisch. Hat sofort geklappt, dann sind wir ein Trinken gegangen und dann war es eigentlich klar, dass wir... Jack Daniels, was sonst? Ja, das war eher ein Zombie. Und ja, schau mal, mein Burger sieht so aus. Findest du? Das ist ein Burger. Kannst du keine zwei schaffen? Ja, aber so sieht ein Burger aus. Ich verstehe mein Burger. So, da haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir uns auf jeden Fall noch mal treffen. Aber wie liegt man diese Musikrichtung denn dann fest? Was vielleicht die, das legt ja, die legt sich ja quasi selber fest. Du bist im Proberaum, machst Musik zusammen und denkst du noch vorher tolle Sachen aus oder dann entsteht das irgendwie... Ganz anders gewesen. Wir haben im ersten Probe zum Beispiel auch noch This Is It geschrieben, also der, den man jetzt auch so ein bisschen aus dem Radio kennt und so. Ein Produkt aus der ersten Probe. Soll ich machen? Okay. Und ist man jetzt auch, wenn er sagt, er geht jetzt gerade los auf Tour, auch aufgeregt davor? Oder sagt man, da ist jetzt schon, oder ist das wieder ein bisschen neu entdecken auch? Also, Tour ist halt eh das Geilste. Nee, gib mir den Rest, der ist zu hübsch für mich, komm. Das ist doch nicht hübsch, der sieht scheiße aus. Sehr gut, dann gib her. Scheiße, das sieht echt gut aus. Scheiße, gut aus. Ja, das braucht gar nicht mehr schmecken. Ey, guten, zum Wohle. Aha. Ja. Cheers. Ja, tschüss. Haben wir nicht probiert, übrigens. Ne? Wie wir sagen, nee, lieber vorher trinken. Lieber vorher trinken, Wir haben einen Spruch. Wir haben einen Spruch, alles klar. Das ist Arucha. 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 Mach das immer vorm Auftritt, oder? Ja, vom Auftritt singen wir Schniedel beim Bumm. Vom Auftritt wird Schniedel beim Bumm gesungen. Das ist ein großartiges Kinderlied. Ja. Stimme an. Schniedel beim Bumm. Schniedel beim Bumm. Jeder fasst den Nachbarn an die Hand. Ja, dann geht es los. Im Kreise herum. Immer schneller, schneller. Schniedel beim Bumm. Knüller. Ja, immer schneller. Und irgendwann, wenn wir nicht mehr schneller können, dann hören wir halt auf, feiern uns kurz und gehen auf die Bühne. Und das ist irgendwie ganz gut, weil dann nimmt man sich nicht so ernst. Ja. Den ganzen Scheiß. Wenn man mit dem Schlachthof auf die Bühne geht, ist eh alles wurscht. Dann ist alles vorbei. So, jetzt haben wir getrunken, jetzt haben wir gesungen, jetzt können wir essen. Können wir essen. Hallo? Probieren wir vor. Ja, lass mal essen. Lass uns die Band knicken und lass uns ein Restaurant aufmachen. Ja, ja. Schauen wir mal. Ich glaube auch. Mhm. Wieso, dass noch gar nicht spielen hören, du Arsch? Aber wir können kochen. Aber das kann ja jeder, oder? Was? Ich meine kochen, meine ich. Kochen kann jeder. Musik ist die Kunst. Oh, oh, oh. Ich meine, als wir in Berlin geprobt haben, waren wir doch bei Ikea immer Mittagessen. Okay, was war dein Lieblingsgericht bei Ikea? Total unlokalischen Fleischbällchen natürlich. Ja. Und, aber sonst war das eigentlich vom Ambiente her besonders gut. Also das Essen war gar nicht so wichtig, das Ambiente war das Schöne. Also ich kenne Leute, die gehen bei Ikea einkaufen, weil man sein Auto da waschen lassen kann für einen Zehner.
Weil ich hatte eine großartige Geschäftsidee neulich. Aber kommt immer nicht so gut an mit den Leuten, mit denen ich spreche. Ich will ja ein Bälleparadies machen für Erwachsene. Ein Bälleparadies? So ein Bälleparadies. Kannst du Bälleparadies da mal reinhelfen? Ja, so ist das größte, das geil. Stell dir vor, eine Bar. Topmodels? Ja. Gut, okay, ich verstehe das. Alle baden und du kannst irgendwie, wenn du einen Drink gekauft hast, darfst du auch einhüpfen. Cool. Knüller. Wahnsinnige Idee. Ich finde, Bällebad ist echt mal ohne Platten. Das würde funktionieren. Sag mal, stimmt das eigentlich, dass euer erster Song im Radio lief ohne Plattenvertrag? Dass ihr keine Plattenfirma hattet? Das war. Und wollten am Anfang eigentlich gar keine Platte machen, sondern nur live spielen. Und dann, als dann so die Tour langsam geplant wurde, da haben wir gedacht, Mensch, keiner hat ja eine Ahnung, was wir machen. Und dann haben wir so ein paar Freunden, die wir halt so vom Radio kennen, und einen Song vorgespielt. Und dann hat das eine ganz krasse Eigendynamik angenommen. Dann wurde ja plötzlich in ganz Deutschland richtig viel gespielt und wir haben echt blöd geguckt, weil wir waren irgendwann in meinem Auto gesessen, ja? Philipp hinter mir. Und dann haben wir noch irgendwie bei Kollegen geschaut, wo die so in den Charts stehen. Dann kriegst du die Charts geschickt. Und dann meint Philipp so, hey Jungs, wir sind in den Charts. Und wir so, ja, das geht ja gar nicht, wir haben ja keinen Plan draußen. Ne? Also in den Radiocharts. Ja. Und dann waren wir da, und dann sind wir jede Woche gestiegen. Das war natürlich echt geil. Krass, okay. Und dann, sind die Platten sowieso angekommen, oder? Dann sind die so ein bisschen, genau. Und dann haben wir die Tour gespielt. Die hat auch einen Riesenspaß gemacht. Wir haben gemerkt, das könnte sein, dass wir uns noch länger vertragen. Okay. Und haben eine Platte aufgenommen. Wie ist das jetzt? Ist das Demokratie super beim Songschreiben? Absolut. Oder gibt es da eine, der sagt, nee, komm. Es ist schon so, dass einer immer ein bisschen eine Vision hat von der Idee und das dann so ein bisschen mitteilt. Und dann kann das auch total auseinandergenommen werden. Aber irgendjemand treibt das schon immer mal an. Okay. Ich glaube, du musst schon was im Kopf werfen. Ist eigentlich Groobies überhaupt ein Thema, oder ist das? Was ist das? Groobies. Naja. Gibt's die alle noch? Jetzt sind es halt Gruftis wahrscheinlich. Gruftis, ja. Nein, mein. Schön. Das ist ja, ich weiß nicht genau, wie. Das werden wir echt oft gefragt. Ey, und dann gehen das in Groupies. Wie gibt's die überhaupt noch? Ist das noch so ein Kultur? Es gibt Groupies. Es gibt Groupies, das hängt aber mehr mit der Band zusammen. Also es gibt ja so Bands, wo die sind irgendwie so ultra cool und so wahnsinnig sexuell. Da muss dann irgendwie, dass der Groupie-Gedanke schon eher naheliegend. Also so kreischmäßig. Oh Gott! Okay. Ja. Aber bei uns geht es ja mehr um die Musik, habe ich so den Eindruck. Das ist jetzt nicht so, dass das so ein Kreischalarm ist, wenn wir irgendwo. Da kommen die Intellektuellen und sagen, habt ihr schön gespielt und so? Nee. Oder wie meinst du das? Die Intellektuellen da wenig rum. Das sind wir, die Intellektuellen. Also, aber kommt doch an, wie man das. Was habt ihr für Fans, wenn ihr jetzt schon live gespielt habt? Also, das ist geil. Sind das welche, die euch früher schon kannten, von Raymond oder so, oder von Vivid oder so, oder ist das was Neues? Die sind auch hier und da hast du ein paar vertraute Gesichter, aber es ist echt cool, dass viele neue Leute auch dazu gekommen sind, die jetzt quasi vielleicht jetzt mit Raymond nicht so viel anhängen und vielleicht auch mit Vivid nicht, aber sagen, hey, Stereo Love ist irgendwie eine coole Band. Also, was man merkt, das ist ganz schön, wenn es so ein gut laufendes Konzert wird ganz viel vom Publikum beeinflusst. Also bei den meisten Acts ist es so, dass die ihr Ding durchziehen und dann irgendwie eine große Popstar-Show machen und wir versuchen irgendwie mit den Leuten den Abend zu gestalten. Das ist auch recht alles erlaubt. Also es gibt eigentlich keinen Abend, der dem anderen gleicht. Und es ist tatsächlich erlaubt, auch während des Songs die Songs sowieso zu mischen. Es ist kein festes Set, sondern. Echt nicht? Ich habe neulich. Es gibt schon, wir denken schon eine Setliste und dann schmeißt jemand um oder der eine Song wird plötzlich driftet total ab oder wir fangen irgendein anderes Stück an, ein Coversong. Ich hab neulich. So. Wo war das denn? Im Süden? Nicht in Ravensburg, sondern irgendwo da unten? Uh-huh. Da kam auf einmal, wir haben den Song gespielt, einen Song, den wir auch hier spielen werden. Der heißt What If, das ist eine Single. Und wir spielen den Song, ich bin in der ersten Strophe und guck so durch die Gegend, wie man so guckt da vorne, wenn man nichts zu tun hat, spielt man so ein bisschen singt und so. Such so ein bisschen Kontakt irgendwie zu den Leuten und auf einmal kommt von rechts, da standen irgendwie 5000 Leute auf diesem Platz. Kommt von rechts, so 10 als Polizistinnen verkleidete Mädels so hintereinander. Also so. Und machen so eine Polonaise und ich so. Moment, hab den Song abgebrochen. Ja, stimmt. Hab den Jungs. Weil du nicht mehr spielen konntest. Kurz den Oberlippenstreifen. Ich hab mich umgeguckt und hab gedacht, seht ihr das auch? Seht ihr, was da passiert? Habt ihr gesehen, was da lang noch? Die meisten haben es auch nicht kapiert. Dann hab ich gesagt, Moment, stopp. Da laufen gerade Polizist als Polizistin verkleidet mit Miniröcken und Schlagstöcken. 10 Frauen, ihr kommt jetzt bitte auf die Bühne. Und die so, alles klar. Dann sind auf die Bühne gekommen und haben sich dann hinter uns postiert. Da kann man im Internet kann man auch lustige Bilder finden dazu. Und haben uns dann auf der Bühne als Polizisten mit ihren Schlagstöcken zum Song ein bisschen Choreo gemacht und den Hintern versohlt. Und so. Ab dem Punkt ist auch Tom mit dem Rücken zum Publikum gestanden. Der muss da gucken. Besorgt die ganzen Weiber und vorne gucken nach vorne. Also man kann das alles auf YouTube checken, es ist keine Lüge. Mir war es ein bisschen drüber, als ich stehe. Ich hau mal so ein paar Stichworte raus und ihr müsst direkt reagieren. Also einfach Stefan Raab. Geiler Typ, sehr talentierter, geiler Typ. Aha. Also als Musiker. Ja. Es sind Einzelmeinungen. Was soll das? Ja, dann hau mal deine raus. Ich finde den super. Piratenpartei?
Eigentlich cool, aber ich glaube, die zerbröseln sich gerade. Die Idee ist geil, bloß für uns irgendwie scheiße. Also so, hey, Urheberrecht, alles kacke und so, jeder darf alles kaufen, alles klauen. Ich denke mir so, geile Partei, komisches Programm. Ich fand es dann sehr komisch, wo dann rauskam, dass der Chef von der Partei dann irgendwie eine App verkauft und Leute verklagt, wenn sie die sich so downloaden. Fand ich irgendwie komisch. Geil, oder? Das ist Wasser predigt, Wein trinken. Ich bin jetzt ein einfacher Mensch, das konnte ich einfach nicht nachvollziehen. Ja. Okay. U-Porn. Geil, dass es das gibt. Ja, das ist die beste Antwort. Das ist die beste Antwort. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay, nächste. Voice of Germany. Voice of Fett. Erfolgreiches Format. Was mir halt immer ein bisschen, was ich immer seltsam finde, es geht ja nicht um die Mucker oder die Bands oder die Sänger, die sie da suchen und finden, sondern es geht halt um das Format selber, um die Jury und also die feiern sich einfach selber. Und die Bands sind eher die Statisten. Das also so aus unserer Sicht als ja jetzt mal Musiker, die sich da irgendwie hochgearbeitet haben, es ist halt so, dass das sind super talentierte Leute dabei, aber ich denke mir jedes Jahr, es ist gar nicht der Platz für, ich meine, wie viele solche Talentshows gibt es im Moment? 5, 6 erfolgreich, ich weiß es nicht. Dann kommen jedes Mal, da gibt es einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen vierten, der noch einen Plattenvertrag kriegt und du denkst immer, es ist ja gar nicht der Platz da, die Fans für die spielen dann irgendwie, keine Ahnung, die hörst du auch immer nichts mehr von denen. Und ich finde es immer schade, weil da sind echt gute Stimmen dabei und manchmal kriegen die dann einen komischen Stempel und wissen es vielleicht mit 18 noch nicht, dass wenn du dann da rausgehst, vielleicht genau, so richtig geil, drei Drittplatzierten und der kann noch nicht mal ein Konzert spielen. Also jetzt, dass Leute kommen. Also wir wollen sie auch probieren, wir wollten bei Voice of Germany mitmachen, aber irgendwie haben sie uns nicht genommen, ich habe keine Ahnung warum. Okay, letzte Ziele für 2014. Oder 2013 haben wir mal. 2013, also wenn wir es schaffen, machen wir vielleicht noch eine Platte 2013, aber wahrscheinlich kommt erst 2014 raus. Ich weiß nicht genau. Wir haben noch nicht so viel drüber geredet. Wir haben vorher übrigens beim Soundcheck einen Song geschrieben, den wir total abgefeiert haben gerade. Und seitdem an die nächste Platte. Denkt man an die nächste Platte. Ja, das ist hier passiert. Also wir haben schon Songs so ein bisschen angeschrieben gehabt und es hat noch der Chorus gefehlt. Der ist Tom im Flieger eingefallen. Phänomenal geiler Chorus. Ein bisschen blöd aus dem Fenster geguckt. Und jetzt haben wir den vorhin gejammt und das ist echt, wir sind sehr euphorisch. Jetzt denkt man quasi. Aber ich muss dazu sagen, dass die Jungs einen Abend vorher, da bin ich, weil ich ein bisschen anfing zu kränkeln, bin ich ein bisschen früher ins Bett gegangen. Da haben die irgendwie bis um 2:30 auch einen sehr, sehr schönen Part für den Song gemacht. Okay. Und das heißt, wir arbeiten. Okay. Ja, aber dann noch fragst du, wie sowas entsteht. Ne? Das ist halt dann irgendwie, der eine legt vor, der andere zieht nach. Also das ist halt wie ein Team so sein muss irgendwie. Das ist doch gut. In der Probe hörte er sich schon gut an und ob er wirklich gut ist, das könnt ihr gleich hören. Die Jungs können nicht nur gut kochen, spontan sind sie auch noch. Aber gleich kommt unser Highlight, Tourbus-Stories. Da bin ich mal gespannt. Dann Stereolove noch schön unplugged. Und habe ich schon erwähnt? Ich glaube ja. Ihr habt immer noch nicht abonniert? Hey, was geht? Abonnieren!